Grüezi miteinander, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zum Webinar zum Thema Botswana, Safari Whale und Traumlodges von Wilderness Safaris. Mein Name ist Carmen Wanner. Botswana im Herzen vom südlichen Afrika, eingeschlossen, umgeben von den Nachbarländern wie Südafrika oder auch Namibia. Und Botswana als Binnenland hat ungefähr die Grösse von Frankreich. Was erwartet denn Ihre Kunden bei einer Reise nach Botswana? In erster Linie ist es wirklich ein Safari-Erlebnis pur. Das natürlich wegen der grossen Tiervielfalt, die man dort antreffen. Es ist die unberührte Natur, nämlich ein grosser Teil vom Land steht unter Naturschutz. Und wenn man das Land und Safari dort erleben, ist das wirklich fernab von jeglichem Massentourismus. Wichtig ist sicherlich auch zu wissen, dass Unterkunftsangebote sehr hochstehend sind. Also die verschiedenen Safari-Lodges bieten einen ausgezeichneten Aufenthalt. Ein Vorteil, den man natürlich im ganzen südlichen Afrika hat, ist, dass man kein Jetlag hat, sondern in der gleichen Zeitzone ist wie da bei uns in Mitteleuropa. Gesundheitliche Aspekte zum Beachten gibt es nicht im grossen Sinn. Es sind eigentlich nicht Impfungen obligatorisch. So die weltweiten Impfungen, die man auch sonst braucht für Reisen, wie Hepatitis A und B und Tetanus. Jedoch noch eine Malaria-Prophylaxe, die vor allem für die nördlichen Landesteile wie Okavango-Delta oder auch Jobi-Nationalpark empfehlenswert ist. Von den Einreisebestimmungen her brauchen die Kunden einfach einen gültigen Pass, der noch mindestens 6 Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Ein Visum ist für eine Reise nach Botswana nicht erforderlich. Die beste Reisezeit für eine Reise nach Botswana sind sicherlich die trockenen Monate, weil dann natürlich die besten Möglichkeiten herrschen, zum Tier zu beobachten. Und das ist zwischen Mai und Oktober. Ab Mai wird es eben wieder gut, das ist nach den Regenmonaten. Zwischen November und März gibt es je nach Jahreszeit manchmal heftigere oder weniger heftigere Regenfälle. Und das tut natürlich dann den ganzen Busch, der dort erblüht, entsprechend und durch das ja, Tierbeobachtungen ein bisschen schwieriger sind in diesen Monaten. Je länger dass man dann Richtung Oktober zukommt, also vor allem also in unseren Sommermonaten da, zwischen Juni, Juli, August, wo dunne Winter ist, wo ideale Tierbeobachtungsmöglichkeiten herrschen, aber vor allem auch Richtung September, Oktober, wo der Busch wirklich sehr, sehr trocken ist und durch das optimale Tierbeobachtungsmöglichkeiten herrschen. Wichtig zu wissen, sicherlich eben mit den gegensätzlichen Jahreszeiten auf der südlichen Halbkugel, Juni bis August kann es recht frisch werden. Die Tagestemperaturen sind zwar angenehm warm, aber in der Nacht kann es relativ frisch werden und man darf nicht vergessen, dass man die Safari in einem offenen Fahrzeug unternehmen und durch das natürlich dann auch mehr Wind und Wetter ausgesetzt ist. Für die Anreise gibt es verschiedene Möglichkeiten, die führen eigentlich alle über Johannesburg. Sagt das beispielsweise mit der Swiss mit dem täglichen Direktflug von Zürich nach Johannesburg und dann mit dem Weiterflug mit der South African Airways oder der Air Botswana nach Botswana, nach Maun oder nach Kasane. Selbstverständlich auch schon die südafrikanische Art und Weise, um in südlichen Afrika zu reisen, mit der South African Airways via München oder auch via Frankfurt. Wenn die Kunden gerade noch in Namibia unterwegs sind, kann man das ideal auch so kombinieren, indem man durch den Sambesi-Streifen durchfährt und dann eigentlich in Kasane Safari startet in Botswana. Ja, unser Partner für das Webinar ist Wilderness Safaris und ich möchte Ihnen in diesem Rahmen natürlich die Camps auch näher bringen. Wilderness Safari ist eines der grössten Safari-Unternehmen im südlichen Afrika mit 34 Camps, sogar der grösste Anbieter in Botswana selber mit total 19 Camps. Die Firma steht für einen nachhaltigen Tourismus, wo auch wirklich die lokale Bevölkerung dort einbezieht, wo die Leute auch Jobmöglichkeiten haben in diesen verschiedenen Lodges. Und ja, über sehr ein unterschiedliches und grosses Netzwerk verfügen tut in Botswana mit ihren Camps. Das sind zum einen Premier Camps, die ganz im Top-High-End-Bereich angesiedelt sind, die vor allem gekennzeichnet sind durch die grossen Zimmer, zum Teil sogar mit Plunge-Pool, natürlich
natürlich ein erstklassiger Service auch. Classic Camps, die nächste Variante dann, das ist eine obere Mittelklasse von Camps, wirklich sehr alles, was es braucht. Wunderschöne Lage, auch von den Camps, grosszügige Zelte oder auch sonstige Lodges. Das wäre die nächste Stufe. Und dann natürlich die Adventures Camps, wo durchaus auch für jedermann eigentlich geeignet ist. Sind einfach Zimmer vielleicht ein bisschen im kleineren Stil und sind grosser Teil Zeltcamps, aber nicht desto trotz immer mit eigenem Badzimmer und Toiletten auch ausgerüstet. Die Lodges stehen wirklich allgemein für ein sehr authentisches Afrika-Feeling, sehr hochwertige Guides, die sie allen von den Camps betreuen. Wilderness Safaris verfügt auch über eine eigene Fluggesellschaft in Botswana, nämlich Wilderness Air, wo da Gäste zwischen den Camps dort transferieren. Dann möchte ich Ihnen als Nächstes die unterschiedlichen Reisearten in Botswana vorstellen. Ja, Self-Drive-Touren in Botswana. Das ist in vielen anderen Ländern ja auch eine beliebte Art und Weise zum Reisen, wie zum Beispiel in Südafrika und Namibia. In Botswana ist das sicherlich noch ein bisschen eine andere Sache, weil dort die Strassen deutlich schlechter sind als in den umliegenden Ländern. Es braucht eine entsprechende Vorbereitung von der Schweiz. Eben das aufgrund von der Strassen, dass man sich da gut dort zurechtfindet. Sicherlich empfehlenswert, dass man mit zwei Fahrzeugen unterwegs ist, dass man ein GPS dabei hat oder auch ein Satellitentelefon. Weil die Strassenausschilderung auch entsprechend nicht vorhanden oder sehr spärlich auch ist. Darum das sicherlich eher für Leute, die da bereits Erfahrung gesammelt haben in anderen Ländern und wissen auch, auf was sie sich einlassen, weil man ist wirklich in der Wildnis unterwegs, die Tiere sind frei dort und wenn es einmal eine Panne gibt, muss man sich auch können selber zu helfen wissen. Ein wichtiger Punkt sicherlich auch für die Planung zu wissen, dass man Campingplätze bereits schon von der Schweiz aus muss vorreservieren muss, weil in die Nationalparks kommt man nur, wenn man eine entsprechende Reservation bereits kann vorweisen kann. Und gerade in den Hauptreisezeiten sind die Campingplätze meistens bereits über ein halbes Jahr im Voraus schon ausgebucht. Wir können aber Ihren Kunden das gerne auch so zusammenstellen, also wir können die Reservation der Campingplätze auch vornehmen. Da ein nachfolgendes Beispiel von so einem 4x4-Fahrzeug mit einem Dachzelt, das man eigentlich innerhalb von wenigen Minuten aufgestellt und auch wieder zusammengebaut hat. Wir haben in unserem Katalog auf der Seite 233 auch entsprechende Tour zusammengestellt für so eine Offroad-Safari mit einem Fahrzeug mit einem Dachzelt entsprechend, wo auch das ganze Itinerary, das mögliche Routing so erwähnt ist und man natürlich immer maßgeschneidert dann kann auf Kundenbedürfnisse auch anpassen. Wenn Kunden jetzt gerne ein bisschen abenteuerlich unterwegs sein möchten, aber vielleicht nichtsdestotrotz nicht auf einen Guide verzichten und nicht selber fahren, gibt es auch die Adventure-Tours, die ebenfalls bei uns im Katalog vorzufinden sind. Unsere Hauptpartner dort sicherlich Bushways, Safaris oder auch Drifters. Das sind englisch geführte Touren, die mit einer internationalen Kundschaft durchgeführt werden. Zum Teil in Unterkunft, wo man dort übernachten, aber eigentlich zum grossen Teil jetzt in Botswana, wo das in Zelt dort erfolgen. Sicherlich Mithilfe von den Kunden da erwünscht und so ein bisschen auch für die unkomplizierten Reisenden eine gute Reiseort. Auf dem nachfolgenden Bild sieht man so ein Zelt, wie man jetzt auf so einer Adventure-Tour würde übernachten. Das sind relativ kleine Zelte natürlich, aber mit einem Matratzli drin, wo man so wirklich in der Wildnis auf diesen Campingplätzen tut, übernachten. Die Dusche, die Toilette ist da selbstverständlich am separaten Ort untergebracht. Wilderness Safaris bietet auch geführte Touren an auf einem höheren Level. Das sind die sogenannten Exploration Tours, die auch in unserem Katalog auffindbar sind, auf der Seite 236, wie zum Beispiel The Great Wilderness Journey. Das ist eine Tour, die sich sicherlich auch sehr gut für Einzelreisende dort eignen, weil man ist da in einer Gruppe unterwegs, in einer kleineren Gruppe von maximal 8 Personen und man übernachtet da in Camps oder in den Safari-Lodges entsprechend, wo auch die eigenen Badzimmer und so weiter jeweils im Zimmer hat. Man tut die Regionen mit Flügen verbinden, also es sind nicht lange Transfers da erforderlich und es ist wirklich das naturnahe Safari-Erlebnis, das da wieder im Vordergrund steht.
Sonst ist eigentlich im Gruppenbereich gibt's jetzt nicht fix zusammengestellte Touren in Botswana, sondern es sind eben zum einen eher so ein bisschen die Campingtouren oder so eine Exploration-Tour oder aber dann machen wir eine Flugsafari. Flugsafari sind sicherlich die beliebtesten Reisearten, um Botswana zu entdecken. Und das wird maßgeschneidert zusammengestellt für die Kunden. Die Kunden fliegen von A nach B mit dem Flugzeug und haben dann nachher vor Ort die Safaris am Land oder auf dem Wasser. Wichtig zu wissen für die Kunden ist sicherlich, dass sie nicht in einer fixen Gruppe unterwegs sind, sondern dass man eigentlich von A nach B fliegen tut, dann mit den einen Kunden im Camp ist und dann weiterreisen tut und wieder neue Leute treffen tut. Minimale Englischkenntnisse sind darum sicherlich erforderlich für die Kunden, dass man auch versteht, was der Safari-Guide tut erzählen. Der Vorteil ist sicherlich, dass man die unterschiedlichen Regionen kann besuchen, dass man verschiedene Sachen kann kennenlernen. Man kann zum Beispiel auch noch Victoria Falls einschliessen und kommt so einen guten Überblick über das Land über. Wichtige Sachen im Verkauf zum Erwähnen ist sicherlich Gepäcklimite, dass man nicht mit dem Schalenkoffer reisen darf, weil die Koffer unten in das Flugzeug reinpassen müssen und dort ist der Platz recht limitiert. Also sind nur die Softbags ohne Rädli und ohne Stangen drin, wo maximal 20 Kilo dürfen wiegen. Und das ist auch inklusive im Handgepäck und der Fotoausrüstung. Generell kann man sagen, ist es ist ein All-Inclusive-Angebot, weil die Kunden haben in diesen Safari-Lodges alle Mahlzeiten bereits schon mit dabei, auch die Safari-Aktivitäten, die dabei sind. Zum grössten Teil sind auch Getränke schon eingeschlossen. Das Einzige, was man vor Ort noch einrechnen muss, ist das Trinkgeld für Guides. Wichtig sicherlich auch die entsprechende Fotoausrüstung. Man kommt zwar auf diesen Safaris recht nahe an die Tiere an, nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem empfehlenswert, dass man ein gutes Objektiv mitführen tut. Ja, das ist so der Blick aus so einem Flugzeug. Also Flugsafari, eigentlich findet ja, die Safari findet zwar nachher an Land statt, aber auch aus der Luft sieht man doch das eine oder andere von den grossen Tieren. Wir haben, für das im Verkauf ein bisschen einfacher können zu gestalten, haben wir verschiedene Kombinationsbeispiele zusammengestellt in unserem Katalog auf der Seite 246, wo Sie eigentlich einen Eindruck bekommen, was kostet so eine Woche in so einer Safari-Lodge, wo man dann die entsprechenden Preise sieht. Weil zum einen haben wir auf der folgenden Seite ja dann die Lodges eigentlich als solches drin, aber man muss ja auf der Flugsafari auch immer noch entsprechend die Flüge zwischen den Camps können einkalkulieren und das ist einfach zu den Kunden einmal einen kleinen Eindruck geben, was kostet dann eine Woche auf Safari mit den unterschiedlichen Lodge-Anbietern. Auf der gleichen Seite unten haben wir auch eine Karte mit den entsprechenden Unterkünften eingeschlossen. Dort ist oftmals ein bisschen die Verwirrung im Verkauf. Ja, welche Regionen tut man dann miteinander kombinieren? Oder jetzt gerade auf dem Bild sieht man sehr schön ja so Kavango-Delta da. Welche Lodges kann man miteinander kombinieren? Es gibt eigentlich relativ einfache Regeln, dass man sagt, man tut sicherlich Camps in verschiedenen Regionen, jetzt also auch vom Okavango-Delta berücksichtigen, dass man nicht zwei Camps so wählen, die unmittelbar nebeneinander liegen, sondern unterschiedliche Regionen wählen tut. Und dann ein wichtiger Punkt, dass man auf die angebotenen Aktivitäten schaut. Dass nämlich, es gibt gewisse Camps, die sich nur auf Wasseraktivitäten spezialisiert haben und andere, die auch Pirschfahrten an Land anbieten. Und wenn ein Kunde natürlich Camps wählen tut, wo nur auf Wasser ausgerichtet ist, ist es relativ schwierig, zum Beispiel auch gerade Leuen oder Leoparden zu sehen, wo man dann in diesen Wassercamps eher so ein bisschen auf die Vogelwelt sich dort konzentrieren oder einfach allgemein die Tiere im Wasser. Ich möchte starten, um Ihnen die unterschiedlichen Regionen vorzustellen. Wir starten gerade schnell mit einem Gebiet, wo vielleicht auf einer ersten Reise, wenn die Zeit ein bisschen knapp bemessen wird, eher weniger eingeschlossen wird, nämlich Kalahari im Süden unten. Central Kalahari Game Reserve ist eine riesige Halbwüste, die grenzübergreifend verläuft bis oben nach Südafrika und über nach Namibia. In diesem Gebiet ist sicherlich das Tiererlebnis, das ein bisschen weniger im Vordergrund steht als in den nördlichen Landesteilen. Es ist vor allem ein landschaftliches Highlight, aber nichtsdestotrotz auch da gibt es eine grosse Artenvielfalt an Tieren, wie zum Beispiel berühmte Kalahari-Löwen.
Von den Camps her zum Vorstellen, gerade das Camp von Wilderness Safaris, Kalahari Plains Camp, in unserem Katalog auf der Seite 269. Ja, wunderschön gelegen in dieser Wüstenlandschaft drin. Speziell da, dass man da auch das Bett kann rauszügeln und unter einem sehr eindrucksvollen Sternenhimmel übernachten. Als nächstes Gebiet Machadi Khadi Pans oder auch Nai Pans, ein bisschen weiter im Norden oben gelegen. Auch hier eher ein bisschen landschaftliches Highlight, das im Vordergrund steht, mit den Baobab-Bäumen, wo man da vor allem bei Sonnenuntergang in einem spektakulären Licht kann anschauen kann. Und auch hier Safari-Möglichkeiten. Je nach Jahreszeit gibt es da sehr, sehr grosse Zebraherden, die man kann beobachten kann. Eine der Unterkünfte in dieser Region ist das Sandcamp, so ein bisschen im traditionell kolonialen Stil, eher auf der Seite 268 im Katalog zu finden. Ja, jetzt möchte ich Ihnen eine Beispieltour näher bringen. Also etwa so 10 Nächte sind sicherlich optimal, wo Kunden sollten mindestens einplanen für eine Reise nach Botswana. Die meisten Touren starten in Maun oder dann halt umgekehrt eben im Norden oben. Ja, und dann tut man unterschiedliche Gebiete so miteinander kombinieren. Empfehlenswert ist sicherlich, 2 unterschiedliche Gebiete im Okavango-Delta einzuschliessen, dann weiter in Norden nur Richtung Region Linianti oder Savuti, Jobe Nationalpark und dann North Victoria Fell, entweder auf der Zimbabwe- oder auf der Sambia-Seite. Das heisst, wir starten hier in Maun und fliegen gerade mal zu der ersten Lodge ins Okavango-Delta. Je nach Distanz sind die Flüge innerhalb des Okavango-Delta 15 bis 20 Minuten, vielleicht einmal eine halbe Stunde, gerade, wenn man ein bisschen weitere Flüge hat. Das Okavango-Delta, der Fluss entspringt im Hochland von Angola und findet dann den Weg eigentlich durch Namibia durch bis nach Botswana, wo er im grössten Binnendelta der Welt dort mündet. Und das Wechselspiel eigentlich von Wasser und Land bietet natürlich Tieren unglaublich gute Möglichkeiten und darum auch wirklich eine grosse Artenvielfalt, die sich dort befindet. Eine der Lodges von Wilderness Safari ist zum Beispiel das Chakana Camp auf der Seite 252 im Katalog. Auf dem Bild sieht man sehr schön, dass die Lodge sich auf einer Insel befindet tut. Und darum ist das Chakana Camp auch eines der sogenannten Wassercamp. Ein Wassercamp, das bedeutet, dass die Aktivitäten sich in erster Linie aufs Wasser beschränken. Das sind zum einen die Mokoro-Fahrt in dem traditionellen Einbaumkanu oder natürlich auch mit dem Boot. Oder man fährt mit dem Boot auf eine der benachbarten Inseln und macht dort eine Buschwanderung. Je nach Jahreszeit, wie viel Wasser das es hat, sind natürlich von gewissen Lodges dann auch Pirschfahrten möglich, die eigentlich in Wassercamps sind. Das Chakana Camp ist so ein typisches afrikanisches Safari-Camp, wo aus Zeltmaterial gebaut ist. Und es gibt immer wieder Kunden, die sagen, ja, wir wollen nicht immer mit Zelt übernachten, aber das sind wirklich luxuriöse Zelte, die alle Annehmlichkeiten bieten, tut vom bequemen Bett über die eigene Dusche und Toilette innerhalb des Zeltes. Und natürlich, das Schöne daran ist, dass auch Kunden in der Nacht immer noch Geräusche von der Wildnis draussen hören, wenn man in so einem Zeltcamp übernachten tut. Der Ausblick natürlich auch fantastisch auf die Lagunenlandschaft raus, ja, wo man eine private Veranda hat. Die Aktivitäten eben von so einem Wassercamp, das wäre jetzt also ein typisches Mokoro, wo man von einem Guide durch die kleinen Wasserkanäle durchgeführt wird entsprechend und da kann dann die sehr rosenbedeckten Wasserläufe sehen oder auch einmal ja, natürlich Tiere, Vögel und so weiter beobachten. Eine weitere Möglichkeit der Aktivitäten sind die Bootsafari. Da ist man dann auf den grösseren Wasserwegen unterwegs. Geht vielleicht auch mal in einen sogenannten Hippo-Pool rein, wo man dann die Hippos aus nächster Nähe kann beobachten kann. Die Vogelwelt spektakulär natürlich im Okavango-Delta, die in den wunderschönsten Farben gebracht, wo sie sich hier zeigen. Dann reisen wir weiter zum nächsten Camp, quer über das Okavango-Delta rein. Zum Wombra Plains Camp. Das findet Sie auf der Seite 255.
das Boomerang Plains Camp sicher eines der Top-Camps innerhalb von Botswana. Wirklich in einem Top-Luxusbereich. Es ist nämlich eines der Premier-Camps von Wilderness Safaris. Und da auch wieder wirklich der Ausblick in die umliegende Landschaft natürlich grandios. Zimmer auch im luxuriösen Bereich, sehr grosszügig auch gestaltet. Da ist jetzt weniger Zeltkonstruktion verwendet worden, sondern relativ viel Glas, dass man perfekten Ausblick in die umliegende Landschaft hat und sogar einen eigenen Plungepool, um sich an einem heissen Tag abzukühlen. Ja, und die Camps, die sind nicht eingezäunet. Also das heisst, dass die Tiere auch sehr, sehr nahe herankommen können, wie man an diesem Bild sehr gut sieht, also wo der Elefant gerade vor dem Swimmingpool durchlaufen tut. Speziell am Boomerang Plains Camp sicherlich auch, dass man auch Heißluftballonsafari machen kann. Das findet meistens in den frühen Morgenstunden statt, wo man dann lautlos über das Delta hineinschweben tut. Selbstverständlich sind da auch andere Safari-Möglichkeiten vorhanden. Also in erster Linie geht man auf die Safari mit einem Fahrzeug, mit einem Guide zusammen, wo man da sehr, sehr nahe an die Tiere auch ankommt. Ja, wie läuft denn so eine Safari ab? Sicherlich wichtig auch zu wissen im Verkauf, dass die Kunden sehr, sehr früh aus den Federn raus müssen am Morgen, weil das ist nämlich die Zeit, wo die Tiere auch am aktivsten sind im Busch aussen. Dann kommt man zurück für ein Frühstück und hat den Tag eigentlich frei, um sich ein bisschen erholen, um vielleicht am Swimmingpool ein bisschen entspannen, bevor es dann wieder ein Mittagessen gibt und am Nachmittag die nächste Aktivität startet. Das kann zum Beispiel eben je nach Gebiet, wo man dort berücksichtigen, eine Pirschfahrt im Fahrzeug sein, mit dem Boot oder auch so eine Mokoro-Tour. Und dann zurück in der Lodge, das Abendessen und den Tag an einem Lagerfeuer ausklingen lassen. Ein typischer Brauch im südlichen Afrika ist auch der Sundowner-Drink, wo der Guide an einem schönen Ort dort anhalten auf der Nachmittagssafari, wo man dann eigentlich da einen Drink zum Sonnenuntergang serviert bekommt. Dann das nächste Gebiet liegt eigentlich angrenzend gerade da an Namibia-Angaprimi-Streifen. Das ist nämlich die sogenannte Region von Linyanti. Linyanti und Savuti, das Gebiet eben ganz im Nordwesten von Botswana gelegen, wirklich landschaftlich auch sehr interessant, so ein Mix zwischen Land und aber auch wieder so ein Sumpflandschaft im Gegenteil. Und das Zwischenspiel zwischen Land und Wasser, auch da wieder erstklasse Wildbeobachtungen, die das dort beinhalten. Eine der möglichen Lodges hier, auch wieder von Wilderness Safaris, ist das Kingspool Camp auf der Seite 262. Da auch am Abend wird natürlich die Essen sehr, sehr schön angerichtet mit Blick auf die umliegende Landschaft. Die Zimmer sind auch sehr grosszügig gestaltet und man hat natürlich viel Privatsphäre mit einem eigenen Plungepool und einem privaten Deck, wo man kann am Nachmittag die Stunden verbringen kann. Vom Kingspool Camp aus gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Boot Fahrten zu machen auf dieser Landschaft. Je nach Wasserstand, wo man das kann so machen am Nachmittag, normalerweise zum Sonnenuntergang, wo man da unterwegs ist. Ja, dann reisen wir weiter, ganz an die Grenze zu Simbabwe und zu Sambia, nämlich zum Jobe Nationalpark. Der Jobe-Nationalpark ist auch wieder ein sehr wildreiches Gebiet, natürlich auch aufgrund der Landschaft rund um den Jobe-Fluss, wie das Zusammenspiel zwischen Wasser und Land, das da vorhanden ist. Bekannt sicherlich im Jobe-Nationalpark die erstklassigen Elefantenbeobachtungen, die es da gibt, aber auch sonst eine grosse Artenvielfalt, die zu Hause ist. Elefanten sieht man wirklich überall, sei das auf der Pirschfahrt, wo man sehr nahe zu diesen Tieren kommt, oder aber auch auf einer Bootsfahrt. Von den Lodge-Möglichkeiten gibt es auch wieder ein vielseitiges Angebot. Da zum Beispiel die Jobe Game Lodge, die man im Katalog auf der Seite 265 kennt. Das ist die einzige Lodge, die sich innerhalb des Nationalparks befindet und man so natürlich entsprechende Anfahrtszeiten auch sparen und geht direkt im Park sich dort befinden. Vor allem auch der spektakuläre Ausblick auf den Jobe River, der hier erwähnenswert ist.
Eine andere Lodge-Möglichkeit wäre sicherlich noch Zambesi Queen. Das ist wie eine Safari-Lodge, aber eigentlich auf dem Wasser. Es ist ein Flussschiff, wo einmal kürzere Distanzen zurücklegen, aber grösstenteils eigentlich an Ort und Stelle bleiben tut und dann Safaris mit dem entsprechenden Beiboot dort anbieten. Der nächste Stopp, den wir machen, ist jetzt über die Grenzen rein, bei den Viktoria-Fällen. Das bietet sich eigentlich an bei den meisten Reisen, wenn die Kunden die Fälle noch nicht kennen. Sicherlich ideal am Anfang oder am Schluss von einer Reise, um die Viktoria-Fälle noch einzuplanen. Sie befindet sich in Sambia und Simbabwe, quasi grenzüberschneidend. Und es braucht ein Visum bei Einreise. Also bei beiden Ländern, für Sambia wie auch Simbabwe, können Kunden ein Visum direkt bei Einreise erwerben. Je nach Jahreszeit ist der Wasserstand sehr, sehr unterschiedlich. Also gerade in den Monaten, wo es viel Wasser hat, ist es bis 500 Meter hohe Gischt da möglich. Man sieht dann von den eigentlichen Fällen nicht mehr so viel und muss auch eine Pellerine anlegen, weil man nämlich eine gratis Dusche inklusive hat. Bei niedrigem Wasserstand, also gerade so ein bisschen, ja, richtig, gegen Ende der Trockenzeit, auch September, Oktober und dann natürlich am Anfang der Regenzeit mit November, Dezember, sind die Fälle zum Teil ein bisschen reduzierter, wo man nicht die ganze Breite von der Wassermasse kann erleben. Hotelmöglichkeiten gibt es auch vielseitige. Auf der Seite von Simbabwe, sehr bekanntes Victoria Falls Hotel im sehr kolonialen Stil. Auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite von Sambia, bietet Wilderness Safaris eine Lodge. Das wäre die Hokalea Lodge, die Sie im Katalog auf der Seite 281 finden können. Der Vorteil von der Lodge ist sicherlich auch, dass sie sich direkt am Fluss befindet tut, wo man dann entsprechend am Abend auch Sonnenuntergangsfahrt mit dem Boot kann unternehmen kann. Ja, jetzt sind wir bereits schon am Schluss angelangt. Ich möchte sicherlich noch erwähnen, interessant auch immer Kombination, gerade wenn Kunden mehr Zeit haben für eine Reise, dass man kann mit Namibia oder zum Beispiel mit Südafrika, sprich zum Beispiel Kapstadt, das verbinden. Oder wenn Kunden noch Badeferien anhängen möchten, eignet sich auch Mosambik sehr, sehr gut. Ja, ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Botswana ist sicherlich nicht ein einfaches Land zum Verkaufen, wenn man es nicht kennt. Ich hoffe, ich kann Ihnen aber dank dem Webinar das Land ein bisschen näher bringen. Und sonst stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung, sei das beim Zusammenstellen von der Itineries oder auch sonst allgemein für provisorische Buchungen und so weiter. Also jederzeit einfach ein Telefon durchgeben oder ein E-Mail schreiben. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und ich wünsche noch einen schönen Nachmittag. Ade miteinander.